Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Basegaming TV. Ja, mein Name ist Herbert und sicherlich fragt ihr euch, wer ich bin. Ja, ich bin ein neuer Gamer auf Basegaming TV. Ich bin jetzt zur Unterstützung von Tony und Ronda dran. Ja, ich werde erstmal ein Test-Gameplay machen, ob es bei euch auch vernünftig und gut ankommt. Ja, ein paar kleine Infos zu mir. Mein richtiger Name ist Ronny. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bin 19 Jahre alt. Ja, ich möchte jetzt auch nicht viel drum herum reden. Dann sagen wir doch mal, wir fangen einfach an und wir sehen uns im Game. Bis gleich. Ja, da sind wir dann auch schon wieder. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir fangen an. Ja, wie gesagt, wir spielen Singularity. Und ja, wir starten einfach mal. Neues Spiel. Und dann nehme ich mal hier neues Spiel beginnen. Ich würde sagen, wir sind normal, also nehmen wir auch normal. Gut. Ich denke mal, das wollt ihr schauen. Und ja, 1945. Die gucken wir uns das mal Sowjetunion an. baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Chruschtschow Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle, es ist unglaublich flüchtig. Es sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. Ja, die Aufklärungsmission werden wir dann natürlich machen. Und da sind wir dann auch schon im Game. Katorga Ostküste. Das Spiel handelt sich hier jetzt alles um Katorga und die E99 Module. Ja, das Spiel kommt von Raven, eine Produktion von Activision. 2010 ist das Spiel rausgekommen. Ja, das Spiel spielt man mit der Tastatur und mit der Maus. Mit dem Maus und mit dem Gamepad glaube ich nicht, dass das funktioniert. Oh, eine Strahlung. Ja, und wir können uns natürlich nicht vom Flugzeug befreien. Ja, toll. Das haben sie ja mal wieder toll gemacht, diese Game-Erfinder. Und wo sind wir jetzt hier? Ja, irgendwo auf der Küste jetzt von Katorga. Und ja, wir können schon unsere Maus bewegen. Und laufen können wir sogar auch schon. Das ist doch mal klasse. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ja, da ist das Flugzeug, wo wir drin waren.
Das sieht natürlich nicht mehr so toll aus und brennt. Gucken wir uns doch mal ein bisschen hier eben um. Ja, unsere Flugzeuge sind geschrottet, das weiß ich selbst. Blub. Ah, da liegt was. Eine Notiz. Gucken wir uns die doch mal an. Der Tod von Dr. Dimitschew. Im Feuer hatte Weinsucht bla bla bla. Und ja, das müssen wir uns nicht mal durchlesen, denke ich. Gucken wir mal hier rum. Ah, da liegt was. Gepäck. Was ist denn da drin? Ein Stimulationspäckchen. Ja. Sie erhalten etwas Gesundheit, wenn Sie ein Stimulationspäckchen aufnehmen. Ja, gut. Das haben wir schon mal gelernt. Da liegt natürlich jetzt auch was. Und volle Gesundheit haben wir. Oh, Devlin lebt noch. Hier ist Devlin 4-1. Wir sind getroffen, verdammt. Wiederhole, sind getroffen. Hier, Titan 1. Wie ist Ihr Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat sie da liegt wieder was. Das sieht wie ein Erste-Hilfe-Päckchen aus. Drücken Sie H, um Erste-Hilfe-Päckchen einzusetzen. Diese unterwegs finden. Später können Sie die Anzahl von Erste-Hilfe-Päckchen, die Sie bei sich tragen können, sowie Ihre Effizienz erhöhen. Das hört sich doch gut an. Ja, der Weg geht, glaube ich, hier hoch. Kartoga 12. Development, ja. Dann gehen wir nochmal da hoch und sehen schon zwei Figuren, die uns hereinbitten. Und hier liegt wieder ein Erste-Hilfe-Päckchen. Ja. Und wo lang müssen wir? Ich denke mal da rein. So wie es ausschaut. Oho. Eine Schreibmaschine. Ding. Ja. Wir spielen jetzt mal ein bisschen hier rum. Audioaufnahme. Aha, okay. Ich habe in Moskau auch nicht so viel Vertrauen wie ihr. Oh, toll. Ja, wohin müssen wir denn jetzt? Genau. Gucken wir uns mal hier an. Projektor. Ja. Oh, Living Off on Kartoga 12. Ja, geil. Ja, es handelt sich alles um das E99 und Kartoga 12. Ja, anscheinend nicht so wie das hier aussieht, haben wir hier so gute Umstände. So wie das hier aussieht, ja, wohnt hier schon länger keiner mehr. Wenn ihr wie durch ein Wunder noch lebt und das ihr hört, Treffpunkt ist der Funkturm, den wir vor dem Absturz passierten. Das Rettungsteam holt uns dort ab, also Beeilung. Ja, ich versuche ja schon so schnell wie es geht. Maus 3 um und drücken Sie Maus 3, um Gegner und Objekte in ihrer Nähe anzugreifen. Aua. Ja. Da habe ich auch schon ein Messer. Um C können sie sich ducken. Ja, und wieder ausstehen. So. Oh, was ist das? Ein Gedankenblitz. Ja, ich komme noch. Ja, Hilfe. Ich glaube, ich werde krank. Wenn ich schon sowas zu sehen bekomme hier. Wir rennen jetzt hier einfach mal durch. Hier rein. Da rein. Da rein. Da rein. Ja.
Toll. Wow. Was war das? LOL. Was ist das? Wo sind wir hier? Ey. Was ist mit mir passiert? Ja, ich sagte mal, hier mache ich jetzt einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part.